Nach langem ätzenden Flug mit der guten alten Lufthansa haben wir es endlich nach Tokio geschafft. Ganz bis ins Hotel sind wir aber noch nicht vorgedrungen. David und ich müssen jetzt erstmal diesen U-Bahn-Plan da vorne verstehen. Auch das Problem haben wir aber natürlich letztendlich gelöst und irgendwann sicher unser Quartier in Akihabara erreicht. Akihabara ist das Technik-Paradies-Viertel in Tokio. Dort gibt es reihenweise Läden für Unterhaltungselektronik, Digitalkameras und natürlich auch tonnenweise Spiele. Vor der Tokyo Game Show haben David und ich die Gelegenheit genutzt und sind mal ein bisschen shoppen gegangen. Man findet dort nämlich neben allen möglichen Neuheiten auch noch echte Schätze, zum Beispiel hier fürs Mega-CD, jede Menge Gebrauchssoftware, Neo Geo Module, Neo Geo Konsolen, Super Nintendo Sachen und so weiter und so weiter. Paradiesische Zustände. Kann man sich tot kaufen. So, Koffer sind voll, Konto ist leer. Jetzt können wir auch auf die Tokyo Game Show gehen. Hi, hello GamePro Readers! Nachdem uns dieser junge Herr eindrücklich ins Gedächtnis gerufen hat, dass es immer noch fundamentale kulturelle Unterschiede zwischen Japan und Deutschland gibt, betreten wir die heiligen Hallen der Tokyo Game Show und machen eine kleine Tour über die wichtigsten Stände. Eins gleich vorweg, wenn ihr euch fragt, wo Nintendo ist, Nintendo hat es vorgezogen, nicht auszustellen. Daher kommen sie auch nicht vor. Wir nehmen euch jetzt mit auf eine Tour über alle wichtigen Stände und starten bei Sega. Vorbei an schwertschwingenden, gefährlichen Messerhostessen geht's zunächst einmal zu Phantasy Star Online 3. Phantasy Star Online, ganz erfolgreiche Serie für Sega, bricht zu neuen Ufern auf. Mit Teil 3 gibt es nämlich erstmals eine Sammelkarten-Edition zum Spiel. Die Sammelkarten seht ihr mal hier in der Vitrine ausgestellt. Und vom Astro Boy, dem Vater aller Mangas, gibt es auch ein neues Spiel. Neues Gungrave, das übrigens ziemlich geil aussieht, zeigen wir euch hier mal in ein paar Ausschnitten. Gibt jetzt 3 Charaktere zu spielen, neben dem mit dem Raketenwerfer-Sarg, den es von dem ersten Teil gab. Auch wichtig am Sega-Stand, Dororo. Hat mich persönlich beim Anspielen aber ein kleines bisschen enttäuscht. Fand ich, sieht mäßig aus und ist ziemlich stumpf. Stumpfes Geschnetzel, aber kann sich noch viel tun. Man sieht ja immer nur einen kleinen Ausschnitt vom Spiel auf so einer Messe. Billy Hatcher and the Giant Egg testen wir auch schon diese Ausgabe. Und ganz wichtig am Sega-Stand für den PC, Derby Owners Club Online. Ganz obskures PC-Spiel für viele, viele menschliche Spieler. Wage mal zu behaupten, dass das Spiel nicht außerhalb Japans veröffentlicht werden wird. Wo kann uns so ein Vogel erwarten und hinführen? Wer errät's? Richtig, zu Square Enix. Alle Welt wartete gespannt auf Final Fantasy XII. Das gab's nicht zu sehen, nur die Ankündigung, dass die Kommunikation über das Spiel am 19.11. beginnt. Dafür gab es mit Full Metal Alchemist eine Manga-Umsetzung. Sah auch ganz nett aus. Final Fantasy XI gab es natürlich zu sehen. Special Edition für den GBA SP für Sword of Mana. Hoffentlich kommt sowas mal endlich nach Deutschland. Und
Dragon Quest, wohin das Auge blickt, aber leider kein Dragon Quest 8, sondern nur eins für ein GBA und das Kenshin Dragon Quest. Das ist ein Spiel, das man ohne Konsole spielt, mit so einem Schwertcontroller und so einem kleinen Teil, das man direkt in den Fernseher steckt. Wichtigste Ankündigung von Square auf der Tokyo Game Show: Kingdom Hearts 2. Zudem wurde auch ein echt fetter Trailer gezeigt. Das Spiel war ja unfassbar erfolgreich. Der zweite Teil wird da sicher in nichts nachstehen und wird auch sicherlich ein gutes Spiel. Ein GBA-Spiel kommt auch, Kingdom Hearts Chains of Memories. Und das wird ein direkter Nachfolger zu dem ersten Kingdom Hearts für die PlayStation 2. Und auf geht's weiter zu Koei, die üblichen Sachen gezeigt haben. Neues Dynasty Warriors, sich bedanken für 25 Jahre Treue, die haben 25-jähriges Jubiläum. Romance of the Three Kingdoms, Dynasty Warriors, die üblichen Serien. Gehen wir mal gleich weiter zu Konami und noch einem extrem bescheuert verkleideten Japaner als Mikro. Der hat Werbung gemacht für Karaoke Revolution, das haben wir schon zur E3 vorgestellt und das war natürlich dickes Thema am Konami-Stand. Außerdem dick Winning Eleven Tactics, das ist so eine Art Fußballmanager, basierend auf dem, was hier Pro Evolution Soccer ist. Würden wir uns wünschen, dass es hierher kommt, da gibt's aber natürlich die Probleme, ohne Lizenz macht's nicht so richtig viel Spaß. Ganz wichtig am Konami-Stand natürlich Metal Gear Solid 3 und aber auch vor allem Metal Gear Solid Twin Snakes, das war sehr prominent dort, fast prominenter als Metal Gear Solid 3. Die Entwickler von Silicon Knights waren auch da und Mastermind Hideo Kojima himself hat das Spiel für den GameCube vorgestellt. Einen kurzen Ausschnitt von einer komplett neu generierten Zwischenszene für das Spiel seht ihr übrigens in der Trailer-Show hier auf dieser DVD. Die Bemani-Sachen dürfen natürlich bei Konami nicht fehlen. Der 43-millionste Mix von Dance Dance Revolution und Co. Cool Girls gab's zu sehen, nicht nur die Figuren, sondern auch das Spiel. Air Force Delta, ziemlich cool in eigenen Kabinen mit coolem Surround Sound unterlegt. Und ganz besonders spannend, einige ganz wilde Sachen für Handys. Zum Beispiel Autorennen, wo die Autos per Handy gesteuert werden. Das war schon ziemlich abgefahren. Und um nochmal einen draufzusetzen, Miniatur-Panzerschlachten, in denen ihr euren kleinen Panzer mit dem Handy steuert. Wenn ein Panzer getroffen wird, dann flackert so rot auf und euer Handy vibriert in der Hand. Total geil. Ja, weiß ich nicht, ob sowas jemals irgendwie eine Chance hat hier. Die Japaner sind auf jeden Fall bekloppt genug dafür. Ganz klasse, großartig, würde ich mir ins Wohnzimmer stellen. Auch den riesigen Konami-Stand. Nochmal. Und was ist denn das hier bitte? Electronic Arts auf der Tokyo Game Show. Man sollte es kaum glauben, EA hatte einen eigenen Stand. Dort gab es zum Beispiel zu sehen 007 Alles oder Nichts, aufgemacht wie eine Cocktailbar mit netten Girls in Abendkleidern, wo man James Bond spielen konnte. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite Medal of Honor Rising Sun, was sehr, sehr populär war auf der Tokyo Game Show. Man sollte es kaum glauben, wenn man im Hinterkopf behält, dass man ja eigentlich in dem Spiel größtenteils Japaner erschießt. Aber das hat die Jungs und Mädels da drüben nicht sonderlich gestört. Die fanden es trotzdem super. Gut, weiter geht's zu From Software. From Software hatte, wie eigentlich jedes Mal, ein neues Armored Core auf Lager, Armored Core Nexus. Ich hab's kurz angespielt, für mich war's Armored Core. ja. Ich denke, jemand, der den Vorgänger gespielt hat oder einen der Vorgänger, wird es auch schon direkt erkennen. Die Serie hat sich nicht großartig verändert. Zum Otogi für die Xbox gibt's auch einen Nachfolger, sah dem Vorgänger recht ähnlich, noch ein bisschen bunter, noch ein bisschen schöner. Spielerisch, aber schlägt sicherlich in die gleiche Kerbe. Sieht alles ziemlich wirr aus und ich kann euch versichern, das liegt nicht nur am Abfilmen,
Das sieht auch so wirr aus, wenn man selber spielt. Großes Thema bei From Software natürlich Tenchu. Neben Tenchu 3 Online wurde auch ein neues Tenchu für die PlayStation 2 angekündigt. Ihr seht es schon eingeblendet, das hier ist Huan für die PS2. Zu den Features oder so kann ich nicht so wahnsinnig viel sagen. Das war alles sehr japanisch. Nebula Echo Knight ist ein Adventure, ziemlich ruhiges Spieltempo, um es mal positiv auszudrücken, aber gar nicht so unspannend. Ihr werdet von Geistern verfolgt und müsst denen weglaufen, sonst kriegt ihr einen Infarkt, weil ihr euch in die Hosen macht, beziehungsweise in euren Raumanzug. So, Namco. Prominent am Start bei Namco, R-Racing Evolution, das neue Ridge Racer Spiel. Das hier ist die Version für den GameCube. Spielte sich ganz ordentlich, mir hat's echt ganz gut Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall sehr arkadisch. Leute, die die GamePro so ein bisschen verfolgen, wissen, dass ich gerade auf solche Rennspiele stehe. Die Burnouts dieser Welt und dazu zählt sicherlich auch R-Racing Evolution. Rennspiel eher für mich als für Simulationsfans. Faena war ein ganz nettes Action-Adventure. Sieht in den Zwischenszenen und von dem, was man so ein bisschen vom Spiel gesehen hat, bisher auf jeden Fall sehr nett aus. Kann man aber leider auch noch herzlich wenig zu sagen. Dazu müsste man sich länger damit beschäftigen. Lief auch nur auf Video auf der Tokyo Game Show. Das hier habe ich also nicht sozusagen selber gespielt, sondern das war ein selbst ablaufendes Video, was ihr hier seht. Erscheint tut's für die PS2. Tales of Symphonia, dazu findet ihr eine Preview im Heft. Hat Japan ziemlich gerockt und dem GameCube sehr gute Abverkäufe beschert. Es gibt in Japan auch so eine eigene Special Edition vom Cube für Tales of Symphonia. Ist ein klasse Spiel, keine Frage. Außerdem bei Namco der außergewöhnliche Ego-Shooter Breakdown. Außergewöhnlich, warum? Na, zieht euch mal die Passage hier rein. Breakdown geht nämlich weit über das, was ein normaler Shooter ist, hinaus. Spannendes Konzept. Wir sind gespannt, was draus wird. Wir gehen weiter zu Capcom. Schwerpunkt bei Capcom Onimusha. Und zwar sowohl Onimusha 3 als auch Onimusha Blade Warriors. In Japan heißt es Onimusha Buraiden. Das ist ein Beat'em-up. Oben schon die großen Säulen mit Jean Reno. Jetzt zeige ich euch ohne große Worte von mir einfach mal das hammerfette Intro zu Onimusha 3. Renderfilme können sie machen, die Capcoms. Da gibt's mal keine Frage. Es gab zwei Versionen zu spielen von Onimusha 3 auf der Tokyo Game Show. Eine mit Samonosuke, eine mit Jacques, also mit der Figur, die von Jean Reno verkörpert wird. Wir haben beide angespielt. Das hier ist die Version mit Samonosuke. Mit ihm schlachtet ihr euch in Paris durch die Untotenhorden. Auf Knopfdruck habt ihr, wie von Onimusha gewohnt, eine Fernkampfwaffe
Hamanosuke hat hier den Bogen. Ansonsten war es unverkennbar Onimusha. Ihr saugt Seelen ein, lauft durch relativ starre Kameraperspektiven und schöne Renderumgebungen. Hier die Version mit Jacques. Jacques hat als Hauptwaffe so eine Art Energiepeitsche und auf Knopfdruck zieht er seine Pistole und schießt. Er wird im Gegensatz zu Samanosuke in die Vergangenheit geschleudert, ins mythische Japan und muss dort dann bestehen. Hier noch kurz ein paar Eindrücke von einem Endgegnerkampf in der Samanosuke-Version. Bereits erwähnt, Onimusha Blade Warriors bzw. Onimusha Buraiden, auch großes Thema bei Capcom. Kann man prima mit mehreren Leuten spielen, macht auf jeden Fall super Spaß. Capcom-Produzenten haben das ein bisschen so ausgedrückt, das ist ein Spiel, das auch der Vater mit seinem Sohn spielen kann. Na dann? Wir sagen dazu, da muss man aber schon ziemlich spielegestellten Vater haben. Auch groß, Resident Evil Outbreak. In Japan natürlich primär im Netzwerkmodus spielbar. So wie es ja im Moment aussieht, werden sie uns den hier in Europa nicht gönnen. Das prangern wir an, ganz klar. Ebenfalls in erster Linie Netzwerkspiel Monster Hunter. Hat besonders David viel gespielt, hat ihm gut gefallen. Ihr jagt in einer Gruppe Monster. Und von den kleineren Monstern könnt ihr zum Beispiel das Fleisch mitnehmen, braten und dadurch Lebensenergie zurückgewinnen. Und es gibt in jedem Level irgendwie ein großes Hauptmonster. Und das gilt es halt zu erlegen. Dazu gibt es ziemlich wild anmutende Armbrüste und hammerschwere Schwerter, mit denen vor allem die Steuerung echt kompliziert ist. Weil bis man mit den Dingern einmal ausgeholt hat, das erfordert gutes Timing, dass da der Drache dich nicht schon vorher komplett erlegt hat. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel, nur wenn Resident Evil Outbreak schon keinen Online-Modus kriegt in Europa, wie mag es dann erst mit Monster Hunter aussehen? Wir gehen eine Runde weiter, vorbei an den Capcom-Retro-Artikeln, die ihr eben gesehen habt, zu Bandai. Bandai hat natürlich in erster Linie Lizenzspiele zu den eigenen großen Marken. Hier im Bild seht ihr Macross. Und ansonsten gab es natürlich viel Gundam-Zeug und andere Dinge aus dem Bandai-Universum. Auch einen neuen GameCube und GBA SP in coolem Feuerrot gab es zu bestaunen. Der wird wohl demnächst erscheinen. Zu Sony. Prominentes Spiel bei Sony, wer sollte es glauben, war iToy, also ein westliches Spiel, nicht etwa Gran Turismo 4. Ebenfalls sehr groß Ratchet & Clank 2. Und das Horror-Adventure Siren, das ja übrigens auf der Games Convention in Leipzig Weltpremiere hatte und gar nicht mal hier in Japan. Ist vielleicht so ein kleines interessantes Detail am Rande. Das konnte man in Leipzig auch schon spielen. Sony hatte eine eigene Online-Abteilung am Stand, wo man die wichtigsten Spiele nicht nur von Sony selbst, sondern auch von Drittherstellern spielen konnte, die halt den Netzwerkadapter unterstützen, die man online spielen kann. Trotzdem primär war dort natürlich Gran Turismo 4 interessant. Das konnte man nicht nur vernetzt spielen, man konnte auch das neue GT Force Lenkrad ausprobieren, das wieder in Zusammenarbeit mit Logitech gebaut wird. Hier mal ein paar Eindrücke von der aktuellsten Tokyo Game Show Version von Gran Turismo 4. Das Spiel wird ja nun leider jetzt doch nicht dieses Jahr erscheinen, dafür will Sony Ende dieses Jahres eine abgespeckte Version unter dem Namen Gran Turismo 4 Prologue rausbringen. Neues darüber erfahrt ihr bei uns. Das war der Spitzen cooler iToy-Song. Den zieht ihr euch jetzt am besten mal kurz rein. Ich sag jetzt mal, so würde Sony Deutschland das iToy wahrscheinlich nicht unbedingt bewerben. Aber andere Länder, andere Sitten und so. Ihr seht es übrigens da hinten schon im Hintergrund. Wir kommen gleich nochmal drauf. Das war Half-Life 2. Präsentiert in so einem, irgendwo in so einem Winz-Theater. Wir kommen aber später nochmal drauf. War auf jeden Fall vielleicht so ein Viertel bis ein Fünftel der Größe von dem, was Sony allein für iToy
aufgewandt hat an Standmacht und Standfläche. Das hier mal der Giganto-Sony-Stand im Überblick und da das gigantomanisch große Half-Life-Theater. Aber immerhin, ein paar Japaner stehen Schlange und wollen sich das angucken. Wie jedes Jahr geht es auf der Tokyo Game Show nicht nur um Spiele, sondern auch um die Charaktere dahinter. Die bezaubernden jungen Damen hier neben mir sind keine Angeheuerten oder sowas von der Messe, sondern ganz einfach private Leute, die sich hier jedes Jahr verkleiden und hierher kommen und sich fotografieren lassen. Davon gibt es hier zig, Hunderte und von denen zeigen wir euch jetzt mal ein paar. Aber die waren halt berühmte Marken, glaube ich. Kurzen Intermezzo. In dem Zwischenraum zwischen den beiden großen Messehallen geht es jetzt in die zweite Messehalle und dort natürlich ganz groß und prominent erstmal Microsoft vertreten. Microsoft hat ganz eindeutig gezeigt, dass sie den japanischen Markt noch nicht aufgeben wollen, haben viele Aktionen gestartet und viele neue Spiele angekündigt. Neben dem Music Maker, den habt ihr als allererstes gesehen, war es die Weltpremiere von Jade Empire, die am meisten Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und eine Aktion im Zusammenhang mit dem 2 Monate gratis Ausprobierangebot für Xbox Live mit berühmten Designern aus Japan, die Xboxen designen. Die habt ihr eben in der Vitrine mal gesehen. Wichtigstes, größtes und meiner Meinung nach auch bestes Spiel, ganz eindeutig True Fantasy Live Online. Microsofts Versuch, ein richtiges Online-Rollenspiel im Stile der berühmten PC-Online-Rollenspiele auf der Xbox zu kreieren. Das scheint den Machern von Level 5 ganz gut gelungen zu sein. Wir waren ziemlich überzeugt von dem, was dort präsentiert worden ist und freuen uns wie blöd auf das Spiel. Auch die Japaner waren auf jeden Fall sehr angetan davon und haben wild lange gestanden. Auch prominent am Microsoft-Stand, deshalb zeigen wir euch das hier, in Zusammenarbeit mit Capcom, das neue Steel Battalion Line of Contact, das man über Xbox Live spielt. Grafisch hat sich da nicht großartig was getan, auch die Bedienung bleibt natürlich gleich, ist ja auch logisch, weil das Spiel basiert ja auf diesem Monster-Controller und der sich den ersten Teil mit dem Monster-Controller gekauft hat, will ja jetzt nicht einen komplett anderen Controller, bloß weil sie meinen, irgendwas am Spiel ändern zu müssen. Insofern, das bleibt natürlich größtenteils gleich. Die Xbox Live-Komponente wird aber sicherlich dafür sorgen, dass das Spiel, wer es denn besitzt, wer den Controller besitzt und wer es Xbox Live spielen kann, das wird rocken. Ganz bestimmt. So, Tecmo hatte unserer Meinung nach einen eher enttäuschenden Stand. Es gab in erster Linie Merchandise, ein paar Videos, Dead or Alive Online, was aber im Prinzip ja nur ein halbherziges Remake von alten Spielen ist. Zu Ninja Gaiden gab es gar nichts Spielbares, das haben wir aber ja zum Glück bei unserer Berichterstattung vom X03. Tecmo können wir also erstmal wieder verlassen, gehen weiter zu Taito. Taito war spannend, weil sie haben das Jubiläum der Space Invaders gebührend gefeiert und unter anderem eine coole Space Invaders Modekollektion mit Handtaschen und Schuhen und hast du nicht gesehen, allem gehabt. Und auch einige ganz obskure Space Invaders Geräte. Weiter geht's mit Sammy. Da habt ihr gerade erstmal einen coolen Controller mit integrierter Tastatur gesehen. Fand ich ganz besonders cool. Ich weiß zwar nicht, wie kleine Finger man haben muss, um das zu bedienen, aber
cool auf jeden Fall. Ansonsten gab es eine Manga-Umsetzung mit Berserk. Hat uns ausnehmend gut gefallen, macht einen echt spaßigen Eindruck. Wäre mal zu wünschen, dass das mal ein Semi-Spiel wird, was es auch nach Deutschland schafft. Normalerweise, da wird dann einmal im Jahr ein Guilty Gear aufgelegt oder sowas von Semi. Und sonst ist da halt nicht so viel. Berserk wäre so ein Spiel, wo man meiner Meinung nach, dem könnte man mal eine Chance geben in Deutschland. In der zweiten Halle, der Halle mit Tecmo, Microsoft und Co., gab es auch die ganzen Merchandise-Stände, bei denen uns aus dem extrem unterversorgten Deutschland, was sowas angeht, echt die Augen übergehen. Neben tonnenweise Merchandise zu zum Beispiel Dead or Alive, Beachvolleyball, den offiziellen Woman zu Resident Evil als Replika, Jacken, T-Shirts, alle möglichen Krimskrams, gerade zu Resident Evil, aber auch eben zu anderen Capcom-Spielen, dazu kommen wir jetzt gleich noch. Devil May Cry, Figuren. Da konnte man auf jeden Fall schon viel Geld loswerden. Der leuchtende Umbrella-Sticker für die PlayStation. Klasse Sachen. Hätte ich mich tot kaufen können. Auf jeden Fall. Keine Frage. Ich meine, wie cool ist das T-Shirt bitte? Besonders umlagert bei der ganzen Merchandise-Kiste. Ganz klar. Der Square Enix-Stand. Zeigen wir euch das mal von außen, diese Gigantomenge von Leuten, das war die Schlange, die anstand, um dort was kaufen zu dürfen. Also die Jungs und Mädels da haben mal locker bestimmt eine Stunde angestanden, um dann Final Fantasy Merchandise kaufen zu dürfen. Die Serie genießt auch in Japan den absoluten Ausnahmestatus. Das ist echt ein bisschen der Hammer. So. Zum Schluss unserer Standtour als letzter Stand, das wird besonders die Retro-Freunde und Veteranen freuen, SNK Playmore, die ihre ganzen coolen alten Serien schön am Leben erhalten, halt eben nicht mehr auf ihrer eigenen Konsole, wie damals auf dem Neo Geo, sondern eben jetzt auf den anderen Plattformen. Besonders cool, es gab Metal Slug für Handy zu spielen und das sah mal auch echt cool aus. Die Japaner stehen auch schön immer noch begeistert Schlange, um die guten alten Serien wie Metal Slug, King of Fighters oder ein neues Samurai Showdown zu spielen. Das lässt hoffen, dass es auch noch in Zukunft Platz für diese Spiele geben wird. So, das war's von uns auf der Tokyo Game Show. Wir verabschieden uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Werft auf jeden Fall auch noch einen Blick in die Trailer-Show-Sektion, dort findet ihr noch tonnenweise Trailer zu Spielen, die auf der Tokyo Game Show gezeigt wurden und die vielleicht jetzt in der Standtour hier nicht vorgekommen sind. David und ich gehen jetzt erstmal wieder ins Hotel und chillen vor der Glotze. Ina, anna boto. じゃ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 
今日どうもありがとうございました。またラッキーと一緒に呼んでください。タを使った表現で気をつけてください。 People is the hunter。 はい、もう一度。 People is the hunter。 People is the hunter。 このエアをちゃんと覚えておいてくれたね。じゃあ最後